Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir auf dem alten Postweg Richtung St. Granja unterwegs. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Strecke so ist, dann bleibt dran. Ursprünglich wollten wir einen Küstenwanderweg gehen, aber da war der ganze Parkplatz voll und wir haben uns dann umentschieden und gehen nun den alten Postweg nach St. Granja. Momentan geht es nur bergan. Aber mit einer fantastischen Aussicht. Nach der Wanderung von gestern sind wir nach Pekera Eisessen gegangen und zwar zum Eis-Eis-Daddy. Definitiv empfehlenswert, ich werde den Link unten mal vermerken. Also wenn ihr dort in der Nähe seid, einfach mal dort vorbeischauen. Es war richtig, richtig lecker. Momentan laufen wir auf dem berühmten GR 221, bekannt auch als Trockenmauerweg. In unserem Wanderführer steht, dass es gut gepflastert ist. Es ist gut gepflastert, aber kinderwagentauglich ist dieser Weg nicht. Und auf dieser Passhöhe werden wir jetzt zurückgehen ans Auto und nicht nach St. Granja, so wie es ursprünglich der Weg zulässt, da es später wieder Unwetter gibt. Und da wollen wir auf Mallorca nicht hinein in solches Unwetter. Wir sind heute auch etwas später losgegangen, da wir noch auf die Bank mussten. Wir haben gestern in einer falschen Parkzone geparkt und haben ein Knöllchen bekommen. Noch einige Infos über das Parken. Bei den weißen Linien kann man kostenlos parken. Bei den blauen kann man nur zwischen 14 und 16 Uhr kostenlos parken. Ansonsten muss man da auch bezahlen. Und bei den orangen Farben, da bleibt man einfach weg und sucht sich einen anderen Ort zum Parken.
Der Weg hat uns soweit gut gefallen, am Anfang wegen den schönen Aussichten und später wegen den mallorquinischen Trockenmauern. Richtig toll hier oben. Daumen hoch! Noch ein kleiner Hinweis über diese Strecke: Wer diese gehen will, muss auch definitiv ein wenig Trittsicherheit mitbringen. Mit Kinderwagen kommt man da nicht wirklich weit. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach eins dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gestern nach unserer Der Weg hat uns soweit gut gefallen. Ja. Ja. Der Weg hat uns soweit gut gefallen wegen dem schönen wegen der schönen Trockenmauern. Authentischen, ursprünglichen. Der Weg hat uns soweit gut gefallen, vor allem wegen den schönen Ausblicken am Anfang und später wegen den authentischen, wegen der authentischen. Der Weg hat uns soweit gut gefallen, am Anfang wegen den schönen Aussichten und später wegen der schönen wollte ich nicht mehr sagen.